Jo, Servusler, da sind wir wieder zurück. Folge Nummer 12 dürfte das diesmal sein. Ich bin's, der Franke, und FIFA 18 ist am Start. Ja, letztes Mal haben wir eine ordentliche Klatsche von Dortmund kassiert, 4-1 verloren im DFB-Pokal, haben aber auch 630.000 Euro kassiert. Von daher war das in Ordnung. Wir haben einen neuen Spieler geholt. Den lieben Granatowski. Muss jetzt mal ganz kurz gucken. LF. Er kann auch einen Stürmer spielen, das ist schon mal sehr gut. Ich werde nämlich vermutlich die Taktik jetzt ein bisschen umstellen und mit zwei Stürmern spielen. Tue ich mich, glaube ich, ein bisschen einfacher. Das Ganze hier ein bisschen anpassen. Den schieben wir darüber, dann kann ich halt nur mit einem ZDM spielen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Genau. So, den Werner tun wir rein. Den Möwen lassen wir drin, den Behrens lassen wir drin, den Löwen. Löwen wird als Ersatz benutzt. Die können nämlich beide jetzt erstmal raus. Ich habe nur keinen Ersatztorwart mehr, fällt mir gerade ein. Ich muss, glaube ich, einen Jugendspieler doch nachholen. So, den Klein, der ist halt auch heftig. Und den Schinkel haben wir. Muss ich mir überlegen, wie ich die einsetze. Die neue Verpflichtung haben wir auch. LM. Dann packe ich hier mal für den rein. Ich bräuchte mehr Auswechselmöglichkeiten. Bei dem Zrelak. Aber wenn der Typ hier kann noch einen Stürmer spielen, schmeiße ich den Zrelak raus. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Wen nehme ich dafür rein? Wen nehme ich da rein? Muss trotzdem mit den Jugendspielern irgendwann anfangen. Ich nehme mal den, St den Stinkel, würde ich schon sagen, den Schinkel rein. Und dann müssen wir das erstmal so lassen. Ja, das. Für einen rechten. Kannst du Dude denn sonst noch so spielen? Nur ZOM. Den Löwen kann ich auf der Position spielen lassen. Den Kerk lasse ich als Auswechseloption. Den Erdos schmeiße ich raus. Der muss halt dann für den Torwart rein. Den kann ich nämlich gleich verpflichten. Das irgendwie sortieren. Das geht doch. Ja, da ist der deutlich besser. So. Komm ran, Junge. Den Schmitz. So. Probieren wir es mal mit dem Doppelsturm. Ach genau, Transferpause. Ich wollte nämlich noch nach einem Spieler gucken. Okay. Schauen wir uns das doch mal an. 2,6 Mille wird geboten. Dann wäre es mehr wert. Delegieren wir das Ganze mal. Schauen wir mal, was da herausgehandelt wird. So. Ja. So, den müssen wir erstmal beobachten, damit wir einen Plan von dem Dude haben. Dann googeln wir mal.
was heißt googeln? Moment. Verdammt, wie hieß der Spieler? Ah, genau. Von Münster ein Spieler. Das sind eigentlich die Spieler, die mich interessieren. Der Rest will mich halt im Sturm vielleicht ein bisschen verbessern. Hab zwar jetzt Spieler nachgeholt. Ungarn hat zurückgezogen. Ja, gut, das interessiert mich eigentlich nicht. Das juckt mich nicht. Aber da müssen wir gleich nochmal verändern. Nächste Einheit. Alter. So. Nein, ich bin auch nicht für Kanada. Mal gespannt, ob Sully verkauft wird. Ja, wird er nicht. So, Training. Wir werden auf jeden Fall. Das war nicht der Schäfer, den ich haben wollte, der verbessert werden muss. Bäcker war es auch nicht. Die Schinkels waren's. Aber der zeigt kein Potenzial. Das ist bitter, aber das war der andere Schinkel, glaube ich, der ZDM ist. Und da ist der Klein. Ja, der ist halt schon heftig, ey. 900.000. Sind halt so viele ZDMs, ich brauche eigentlich keine ZDMs. Ich habe ja meine ganzen Knechte hier. Das Vertrag. Schmitz aber. Na, dann probieren wir mal den Schmitz ein bisschen zu trainieren. Also komplettes Jugendtraining halt, das was auch geplant war. Vielleicht ab und zu mal einen Profi noch mit reinpacken, aber erstmal überwiegend. Ach scheiße, ich habe jemanden vergessen. Ich Depp. Warum sagt keiner was? Dann pushen wir doch mal noch das Ass. Jo, hat sich definitiv gelohnt. Nein, ich will auch nicht nach Paraguay, verdammt. Mal gucken, ob ich jetzt. Ah ja, jetzt hat sind die Scout-Dinger fertig. Gut, Klein geht hoch, Wolf geht auch hoch. Das hört man doch gerne. Ich meine, solange, auch wenn ich sie nicht einsetzen kann, ich kann sie halt immer noch zumindest einbehalten und dann halt teuer verkaufen. Oder halt. Das heißt teuer, aber einigermaßen. 1,2 Mille ist er wert. Ja gut, die Werte sind jetzt nicht so geil. Gucken wir mal. Ich habe Ishak, ich habe den Teuchert. Als Ersatz habe ich den Strelak. Ich könnte ihn natürlich mit reinnehmen. Aber spielen ist das mal so. Deswegen gibt es und. Oh, lol. Ach du Scheiße. Delegieren wir mal. Mindestens wollen wir. Na, 6 Millionen ist schon in Ordnung. Wenn er nur so wenig wert ist, sag ich mal. Also, was heißt wenig, aber für einen Club ist es schon viel. So. Revanche gegen Jan Regensburg. Bin gespannt, ob wir da was reißen können. So, daheim gegen Regensburg. Spieltag Nummer 19. Veränderte Aufstellung. Bin mal gespannt, ob wir was reißen können. Schön.
Ah, okay. Na gut, sich so überlaufen zu lassen, ist fahrlässig. Könntet ihr gerade meine Fresse sehen, dann ne? Also das ist schon peinlich. Dann das Leibold und Everton versagen. Das ist schon meine Fresse, ey, Herr im Himmel. Ja, lasst euch bitte noch mehr Zeit. Wir haben ja auch so viel Zeit. Alter, macht doch einen vernünftigen Pass. Habe ich irgendwas von Lupfen gesagt? Scheiß Pfeife, ey. Alter, da tümmeln sich drei von diesen Vollpfosten. Ah, fast. Hier, gute Weitergabe von Teuchert auf jeden Fall. Teuchert wieder mit beteiligt. Kann aber nicht abschließen. Wird da nochmal dran gehindert. Okay. Wieder Teuchert. Einwurf, Nürnberg. Machen, aber schieß ruhig in den Gegner rein. Wenn der Typ genau vor dir steht, dann ist es bestimmt von Erfolg gekrönt. So, Zweikampf. Club kann sich hier durchsetzen. Hallo? War der Verteidiger schneller als mein Werner. Niemand steht hier gerade zur Verfügung. Weil geht dann auf Leibold. Und jetzt die Möglichkeit. Spielt mich hier komplett wund. Ja, abseits. Aber dass der von so einer Position trifft, Mann. Das ist ein aufgestiegener Drittligist. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oder spiele ich echt so kacke? Geh halt einmal durch mit einem Drecksball. Ist es denn so schwer, einmal den Ball zu erkämpfen? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht rumtricks wie die ganzen anderen Idioten. Gebt mir doch den Behrens, verdammte Scheiße! Zwei Spieler! Dann noch fast das Eigentor, ey. Gott sei Dank war der Scheiß hier gerade abseits. Oh Mann. Komplett schlecht. Ja, so kann man auch spielen und 1-0 gegen Jan Regensburg hinten liegen und das auch noch daheim.
wird die Fans bestimmt begeistern, wenn man seit der 5. Minute hinten liegt. Jetzt schöne Balleroberung von Ishak hier. Leibold jetzt mit auf der Seite. Oh, das war ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal nervt FIFA einfach nur. Der steht da und macht nichts! Beweg doch deinen scheiß ekligen Arsch! Ah! Der steht da und schaut zu, wie der Ball rumkullert, ey. Ich glaub's nicht. Da sollte der Ball nicht hin. Lalalala. Ich krieg langsam einen Kack in den Arsch. Jeder ist schneller als mein Stürmer. Warum haben eigentlich meine Spieler immer das Nachsehen, was sowas angeht? Okay, ich hau jetzt einfach nur noch alle um. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ist mir sowas so ein scheißegal gerade. Und dann fällt er hin. Du dummes Arschloch, warum gehst du mit diesem dreckigen Fuß auch noch ran? Packt doch noch die Anzeige rum, oder was? Was ist das denn, Alter? Ja, warum haben wir echt? Natürlich bleibt er im Spieler hängen, sodass ich wieder nichts tun kann mit diesem dummen Arsch. Jawohl! Wenigstens jetzt endlich mal das 1-1 hier. Herr im Himmel, ey. Und das auch nach so einer Aktion. Sowas von unverdient, aber wenigstens verliere ich im Moment nicht. Tormaschine täuscht etwas wieder. Ich bin gespannt, ob die Anzeige jetzt immer noch rumpackt. Ja, komm, packen wir mal den Schinkel rein. Debüt hier für den Jugendspieler. Ich bin gespannt, ob sich das in irgendeiner Weise auszahlt. Ich meine, eigentlich ist es riskant, ihn hierher zu bringen, aber... Und jetzt Sally. Sally auf dem Flügel, sehr schnell unterwegs. Ernsthaft, der rettet ihn noch. Naja, zumindest Anwurf. Sally, schöne Aktion. So, ja, geht's mit der Möglichkeit. Da war sogar der neue, der Jugendspieler direkt beteiligt. Lauf doch nicht weg, Junge!
Ah, wenigstens noch Eckball. Schöner Abschluss. Wenn jetzt der Ball reingeht, dann ist das sowas von unverdient. Aber so ist halt Fußball. Da ist keiner zu. Direkt abnehmen, das war's. Und ja, glückliches 1-1 für den Club. Teuchert hat hier nochmal ein Tor gemacht. Nach schöner Vorarbeit von Edgar Sully. Aber das war knapp. Das war verdammt knapp. Und ich weiß nicht, warum ich zum Posteingang weitergeleitet werde. Aber nächstes Spiel Union Berlin. Das müsste auswärts sein. New Zealand, ey. Am Arsch. What the fuck? Alter, lol. Okay, den will ich haben. Ist halt die Frage, ob ich den krieg, ne? Die wollen nicht mindestens mehr als das, was der da, ne? Eine Million, was war's? So viel habe ich nicht, Mann. Ich muss den runterhandeln. Na, schauen wir mal, was ich da reißen kann. Noch ein bisschen runter. Ups. Alter, mach doch. Das glaube ich nicht mal, aber. Das muss nicht sein. Ja, gut, das nehme ich mal an und muss ich halt schon, wie ich diese Situation kläre. Weil ich habe keine 1, oh, doch, habe ich sogar. Ich Idiot. Lol, da kann ich mir den holen. Easy peasy lemon squeezy. Jetzt darf er nur nicht so viel Gehalt von mir wollen. Ansonsten wird es ein Problem. Ja, das kriegen wir hin. Das passt auch. Machen wir mal. Habe ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr Kohle, glaube ich. Scheiße, ich kann so viel nicht zahlen, das ist mein Problem. Das war's, 9, irgendwas. Scheiße, ich kann so viel nicht zahlen. Verdammt. Ja, muss man nach einer Woche nochmal versuchen. Gut. Abmarsch nach Union Berlin. Nach Berlin, nicht nach Union Berlin. Ja, versuchen wir es mal. Hier ein besseres Ergebnis rauszuschlagen. Anstoß für den Club. Ja, ja, etwas komische Leistung. Jetzt hier direkt Konter von Polter. Der hat halt keine wirkliche Anspielstation. Wird auch direkt vereitelt. Werner jetzt auf der Seite. Ah,
Das war knapp. Möglichkeit. Ich glaube, das war Möwald. Ah. Rüber. Klub hier direkt gut mit einer Chance gestartet. Verkehrt ist das nicht, hier am Anfang direkt Druck zu machen. Eieieiei. Hast dich mit der Geschwindigkeit etwas verschätzt. Kein Foul, das war schön abgewehrt. Nicht der, du Idiot. Das war auch der Falsche. Oh Gott, was ist denn das für eine Abwehrleistung dieses Mal? Kein Wunder, dass man so ein Tor kassiert, wenn man die ganze Zeit da hinten den scheiß Ball nicht rausgibt, ihr Vollpfosten, echt? Alter, ey, warum muss ich die ganze Zeit im Rückstand spielen, nur diese Fotzen, die Scheiß... Alter, du dummes Arschloch. Ey, wenn ich der echte Trainer von denen wäre, ich würde die sowas von wegknechten, bis sie bluten. Meine Herren, ey, die stellen sich an. So, Leibold jetzt mit einer Möglichkeit. Oh mein Gott! Was machst denn du Vollidiot? Gott, ey. Da wünsche ich mir den Hans Meyer zurück. Der hat die zurechtgestutzt, diese Vollpfosten. Alles kleine Messis hier, ey. Mit ihrem Scheiß rumgetrickse und rumgedreht und sonst. Was ist das für eine Kacke? Oh Gott. Wie kann man den einfachsten Pass verhauen? So, Werner jetzt. Ja. Am besten gibt es jetzt noch 11 Meter für das. Lauf doch zu! So, Möwald. Menschenskinder, echt. Ich glaube, nach dem Spiel braucht man echt Aggressionsbewältigung, ey. Ja, keine Torgefahr im Moment. Mal wieder. Und der Club liegt mal wieder hinten. Mit Foul. Natürlich. Natürlich. Andere Richtung. Was ist denn jetzt mit... Ja... Ey, komm, das ist doch für Arsche. Ey, der nächste, der mir zu nahe kommt, den hau ich um. Ich habe nichts an den Werten verstellt und das ist, die spielen mich hier in Grund und Boden, ey. Das ist scheiß Berlin. Ja, der nächste Fehlpass, ey. Ja, mal wieder Rückstand für den Club als Zweitplatzierter gegen, ich weiß nicht mehr, wo Berlin steht. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen, weil das wahrscheinlich teilweise einfach nur mega peinlich wäre.
Aber naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Das war sowas von fucking obvious. Und das auch. Und mein scheiß Spieler ist einfach so langsam. Manchmal, ne, da kriege ich echt Aggressionen. Der Teufel steht! Der steht! Ich muss mir echt zusammenreißen, mein Equipment nicht jetzt zerschlagen. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwie unwissentlichen Foul gemacht. Ich habe doch keine Ahnung. Oh, welch Wunder. Löwen. Weißt du, der Gegner hat so ein Glück, dass der in einer Tour der scheiß Drecksball zuspringt. Wieder Fehlpass. Also die Passquote ist dieses Spiel echt für den Arsch. Kann man sich so verschätzen? Versteh's echt nicht. Nächster Fehlpass, 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 Fehlpass. Krieg ich einen Cock in den Arsch bei diesem Kackspiel, wenn ich dann noch weiter zuschauen muss. Es ist wirklich 1A-Club. Ich muss nicht mal spielen, als wäre es der Club. Es ist wirklich Real-Life-Club. Die verkacken hier eine Situation nach der... Alter, lauf doch entgegen! Ich weiß nicht, ob man das dann noch mitbekommt oder so, ne? Oh, Junge! Mann! Geben wir doch den Ball mal zurück. Also, gerade muss ich mich echt zusammenreißen. Ich hau den jetzt einfach um. Hedlund. Ja, ich hab Möwald. Aber der ist schneller. Mit Ball! Läuft bei dir, mein Freund. Nochmal, ey. Komm, am besten geht er rein. Ja, blablabla, geht Latsche. Löwen ist kacke auf der Position. Also, ich muss meinen Stürmer überhaupt nicht bewegen. Ich stelle jetzt auf vollen Angriff, weil ob ich jetzt 1-0 oder 3-0 verliere, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Das ist doch der Wahnsinn! Dieses dumme Gesicht! Da muss ich sogar einen Verteidiger einwechseln, weil er nicht mehr kann. Durch dieses dumme Gerenne, das ist echt... Ja, hau mal... Ja, und es gibt nichts! Es gibt nichts! Sully, ist mit der Möglichkeit. Hier steht natürlich mal wieder keiner. Kann nicht einfach mal einer in der scheiß Kackflugbahn von diesem scheiß Drecksball stehen? Natürlich nicht. Es war abseits. Herr im Himmel, echt. Das Spiel verliere ich sowas von. Dieser Kerk, ne? Ja, ist mir sowas ein Scheißegal, aber von mir aus kann er rot bekommen. Mich wird er verkauft. Fällt mir nichts mehr zu ein, zu dieser Leistung in diesem kompletten Spiel von dem gesamten Drecksteam.
Ey, Kerk, was machst denn du, Bub? Ja, verdient verloren. Für so eine Kackleistung, das ist der Wahnsinn. Alter Vater. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, was ich nicht glaube nach so einer Leistung und nach ne? Commentary on Fleek. Ja. Bis nächste Folge. Adoi, ade.